Hallo und willkommen erneut beim Thema Datenbanken. Heute möchte ich mir ganz besonders das Thema Schlüssel in Datenbanken vornehmen. Bei diesen Schlüsseln handelt es sich nicht um herkömmliche Schlüssel, die jeder von uns in der Tasche stecken hat. Vielmehr benötigt man diese Schlüssel, um in der Datenbank Tupel zu finden und darauf verweisen zu können. Was wir darunter genau verstehen, wozu wir diese Schlüssel genau benötigen und wie wir sie intuitiv finden, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bevor wir ins Detail gehen, erinnern wir uns kurz daran, wie das relationale Datenbankmodell überhaupt aufgebaut ist. Oh, vor mir parkt gerade ein Auto der Bäckerei ein. Na dann, verwenden wir gleich Fahrzeuge im nächsten Beispiel. Also, im Relationenmodell werden Daten in Relationen organisiert, die als Tabellen dargestellt werden können. Jede Relation besitzt ein Relationenschema mit meist mehreren Attributen. Jede Zeile in der Relation entspricht vom Aufbau dem Relationenschema und wird Tupel genannt. Hier im Beispiel sehen wir die Relation Fahrzeug mit 5 Tupeln und 7 Attributen. Jedes Tupel in unserem Beispiel enthält Daten über genau ein Fahrzeug. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues für uns. Wir wissen auch bereits, dass es in einer Relation keine 2 Tupel geben darf, die sich völlig gleichen. Und genau hier kommen Schlüssel ins Spiel. Jede Relation besitzt einen oder manchmal auch mehrere Schlüssel. Bei einem Schlüssel handelt es sich um Attribute, deren Werte in der Relation nur einmal vorkommen. Das heißt, es gibt in der Relation keine 2 Tupel mit dem gleichen Wert dieser Schlüsselattribute. Und dabei sollen Schlüssel möglichst kurz sein, also möglichst wenige Attribute umfassen. In unserer Relation Fahrzeug gilt das beispielsweise für das Attribut Kennzeichen. Es darf kein zweites Fahrzeug mit dem Kennzeichen KWDB1 geben. Aber auch die Fahrgestellnummer hat in unserem Beispiel diese Schlüsseleigenschaft. Es darf kein weiteres Fahrzeug mit der Fahrgestellnummer 2536842 geben. Schlüssel spielen eine zentrale Rolle im Entwurfsprozess einer Datenbank und müssen für jede Relation definiert werden. Aber nicht immer ist das so einfach und eindeutig wie in diesem Beispiel. Schauen wir uns die Eigenschaften eines Schlüssels nun nochmals genauer an. Schlüssel sind notwendig, damit wir in der Relation ein bestimmtes Datenobjekt eindeutig finden oder darauf verweisen können. Außerdem benötigen wir Schlüssel auch zum Verbinden von Daten aus mehreren Relationen. Jede Relation besitzt mindestens einen Schlüssel. Ein Schlüssel umfasst zumindest ein oder auch mehrere Attribute, welche ein Tupel in einer Relation eindeutig identifizieren. Da es in einer Relation keine 2 Tupel geben darf, die sich völlig gleichen, bilden alle Attribute der Relation zusammen immer schon einen Schlüssel. Nennen wir diesen vorerst Oberschlüssel. Schauen wir uns das aber an unserem Beispiel nochmal genau an. Ein Oberschlüssel dieser Relation besteht aus der Menge aller Attribute. Dieser Oberschlüssel ist jedoch sehr lange und umfasst 7 Attribute. Besser wäre es, einen möglichst kurzen Schlüssel zu finden. Können wir unseren Oberschlüssel kürzen? Dazu gibt es formale Verfahren. Probieren wir es aber hier eher intuitiv. Es darf doch keine 2 Fahrzeugtupel mit dem gleichen Kennzeichen geben, oder? Das Attribut Kennzeichen alleine ist daher bereits ein Schlüssel. Auch das Attribut Fahrgestellnummer hat die Schlüsseleigenschaft und ist ebenfalls ein Schlüssel. Jedes Fahrzeug hat immer eine eindeutige Fahrgestellnummer. Schlüssel, die nicht mehr verkürzt werden können, heißen minimale Schlüssel. In unserem Beispiel gibt es also 2 sogenannte Schlüsselkandidaten, aus welchen wir nun wählen können. Welchen wollen wir verwenden? Nehmen wir das Kennzeichen. Das ist nun in der Folge Primärschlüssel dieser Relation. Wir kennzeichnen diesen Primärschlüssel im Relationenschema durch Unterstreichen. Und Achtung, die Attribute eines Primärschlüssels dürfen niemals null sein, müssen also immer Werte beinhalten. Minimale Schlüssel müssen jedoch nicht immer nur aus einem Attribut bestehen. Betrachten wir diese Relation Mitarbeiter. Hier finden wir kein einzelnes Attribut mit Schlüsseleigenschaft. Es kann ja gleichnamige Mitarbeiter geben und auch welche, die am gleichen Tag Geburtstag haben. Sinnvoll wäre es daher beispielsweise, die Attribute Name, Vorname und Geburtsdatum gemeinsam als Primärschlüssel für diese Relation zu wählen. Ist uns so ein zusammengesetzter Schlüssel zu lange, ist es auch üblich, künstliche, kurze Schlüssel einzuführen und das Relationenschema dadurch zu erweitern. In unserem Beispiel könnte das eine Mitarbeiternummer sein. Dieser künstliche Schlüssel wird dann zum Primärschlüssel der Relation.
So ein künstlicher Schlüssel kann später vom Datenbanksystem beim Anlegen eines Tupels automatisch vergeben werden und wird auch Surrogat genannt. Ein Surrogatschlüssel ist ein künstlicher Schlüssel, der in der Regel eine automatisch generierte fortlaufende Nummer enthält. Er wird dann als Primärschlüssel verwendet, um eindeutig auf die Tupel zugreifen zu können. In unserem Beispiel ist das die Mitarbeiternummer. Bisher haben wir uns mit den Relationen Fahrzeug befasst. Auch die Relation Lieferant wäre in unserem Beispiel noch sinnvoll, da jedes Fahrzeug von einem Lieferanten stammt und über den es mehr als nur eine Lieferantennummer zu speichern gibt. Wir finden hier noch die Attribute Lieferantenname, seine Adresse und den Namen und die Telefonnummer einer Kontaktperson dort. Schon an diesem kleinen Beispiel haben wir so gesehen, dass Daten in einer relationalen Datenbank auf mehrere Relationen verteilt sind. Um nun Daten aus verschiedenen Relationen wieder verbinden zu können, werden sogenannte Fremdschlüssel verwendet, die Beziehungen zwischen Relationen abbilden. Sehen wir uns das wieder am Beispiel an. In der Relation Fahrzeug finden wir ein Attribut Lieferantennummer. Diese Lieferantennummer ist der Primärschlüssel in der Relation Lieferant. In der Relation Fahrzeug steht somit ein Attribut, das in einer anderen fremden Relation, nämlich Lieferant, der Primärschlüssel ist. Die Lieferantennummer ist so in der Relation Fahrzeug ein Fremdschlüssel. Das bedeutet auch, dass es hier nur Werte geben darf, die in der Relation Lieferant auch wirklich vorhanden sind. Das sichert die referenzielle Integrität der Datenbank. Im Gegensatz zu Primärschlüsseln dürfen Fremdschlüssel jedoch auch null sein, falls es hier keinen Lieferanten gibt oder keine Daten zu diesem Lieferanten vorhanden sind. Im Relationenschema kennzeichnen wir solche Fremdschlüssel immer durch eine kursive Schreibweise. Manchmal können Attribute einer Relation sowohl Teil des Primärschlüssels als auch Fremdschlüssel sein. Sehen wir uns das am Beispiel an. Wenn MitarbeiterInnen Fahrzeuge dienstlich nutzen dürfen, könnte das in einer Relation benutzt abgespeichert werden. Der Primärschlüssel von benutzt besteht dann aus beiden Attributen, da ein Fahrzeug von mehreren Mitarbeitern genutzt werden kann und ein Mitarbeiter auch mehrere Fahrzeuge nutzen kann. Denn das Attribut Fahrzeug-ID alleine hat keine Schlüsseleigenschaft, da es mehrfach in der Relation vorkommt. Zudem verweist es auf ein Tupel in Fahrzeug, wo Fahrzeug-ID der Primärschlüssel ist. Es ist hier also ein Fremdschlüssel. Dasselbe gilt für das Attribut Mitarbeiter-ID. Daher bilden diese beiden Attribute gemeinsam den Primärschlüssel, unabhängig dessen, dass sie Fremdschlüssel sind. Denn gemeinsam identifizieren sie ein Tupel eindeutig. So, es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Wir wissen nun, Schlüssel sind notwendig, damit wir in der Relation ein bestimmtes Datenobjekt eindeutig finden oder darauf verweisen können. Außerdem benötigen wir Schlüssel auch zum Verbinden von Daten aus verschiedenen Relationen. Der Primärschlüssel einer Relation wird durch Unterstreichen gekennzeichnet und kann aus einem oder mehreren Attributen bestehen. Und wir wissen nun auch, welche Eigenschaften Oberschlüssel, minimale Schlüssel, Primärschlüssel sowie Fremdschlüssel besitzen und haben einige Schlüssel an Beispielen sehr intuitiv bestimmt. Manche Abhängigkeiten zwischen Attributen kann man bei komplexen Relationen jedoch oft nicht so leicht sehen. Daher gäbe es zu diesem Thema noch viel mehr zu sagen. Doch damit befassen wir uns ein andermal. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder zum Thema Datenbanken.